Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Last of Us mit mir, dem Skunky oder auch Mr. Freizeitzocker. Ich wollte gerade Marcel sagen, ja, so heiße ich ja auch, aber die wenigsten kennen mich unter dem Namen. Das letzte Mal sind wir stehen geblieben, als wir hier unseren lieben Bill, hieß er, glaube ich, getroffen haben. Und von ihm ein Auto haben wollten. Leider hat er kein Auto. Das heißt, oh, was nehmen wir mit? Ich würde mal sagen, ich tausche die mal, weil die ist noch heile. Er hat aber kein Auto, sondern wir müssen mit ihm jetzt ein paar Sachen suchen. Und zwar ist die hier. Und mal sehen, was müssen wir für Barrikade ist da? Da ist eine Falle, da ist Nest. Cage. Also wir müssen wahrscheinlich, wo die ganzen grünen Dinger hin, da müssen wir hin. Das würde ich jetzt mal fast sagen. Eine Karte vom Bildstadt. Ja, danke. Okay. Ich rate mal, wir müssen wahrscheinlich eh ihm folgen. Das heißt, ich, guck mich hier nochmal ein bisschen um, ob ich hier mir irgendwas mitnehmen kann, was mir eventuell weiterhilft, wie zum Beispiel Munition, das ist sehr gut. Trainingsbücher. Messer hält ein... Das ist geil. Muss ich das irgendwie ausrüsten oder ist das automatisch so jetzt? Ist wahrscheinlich automatisch, okay. Das finde ich sehr gut. Das heißt, oh Ellie, gehst du bitte mal aus dem Weg. Dankeschön. Meine Güte. Dieses Mädel steht nur im Weg. Glaube ich ja nicht. Okay, Bill, wir können eigentlich los. Jemand von euch sagte, wenn ich nichts sage, dann hört man mich schnaufen. Das ist ehrlich gesagt ziemlich scheiße. Ich weiß nicht, wie ich das wegkriege. Ich hoffe mal, ich kann eigentlich nur das Mikro vielleicht ein bisschen weiter wegnehmen und, singt sie? Sie hat gerade gesungen. Okay. Really, come on. Don't leave the door open. We got it. We have to cross to the other building. Up the stairs. Let's move it. Okay, mal gucken. Ich werde einfach mal das Headset so das Mikro ein bisschen weiter wegmachen und hoffen, dass es nicht mehr vorkommt. Vielleicht kann ich es auch mit Audacity irgendwie wegeditieren oder was auch immer. What are you delivering? That little brat? Haha, fuck you too. Nettes Mädel. I hope you know what you're doing. Where are we going, Bill? Ach, mir fällt gerade mal eben auf, mir ist eingefallen, ich war noch nicht so ganz mit den Optionen zufrieden, und zwar, ich mache glaube ich mal die Soundeffekte nochmal leiser, und das auch, dafür mache ich es jetzt insgesamt ein bisschen lauter, so, dann sollte man nämlich die Stimmen besser hören. My other safe house. More of an armory. Wait, I thought we were gonna fix up a car. We? You know how to fix Bill, just... That's like I said, what I need's on the other side of town. Now that side I don't ever go to, because it's filled with infected. So we're gonna need more guns. Shh, there's mine side. Oh, I've been meaning to take care of that. Relax, it's nothing. So, you didn't answer my question about Tess. Yeah, I thought the two of you were inseparable. Oh, er hat sie gefangen, wa? She's busy. Sounds to me like there might be trouble in paradise. Yeah, something like that. E. Auf meine Schuhe. Alright. Alter, die blutet immer noch aus. Bäh. Nee, danke. Geht, geht. Hab ich eigentlich? Ich hab keinen. Okay. Ah, okay. So, why don't you fix one of these cars? Oh my god, you're a genius. I mean, the whole time, why on earth hadn't I thought about fixing one of these cars? Okay, don't be a dick. Their tires are rotted and their batteries are dead. Are you done? Can't even begin to think what the inside of the engine blocks look like. Only ones making new car batteries are the military. God damn it. Whoa. Ach shit, oh kacke. Ah! Ich hau die einfach mal. Oh Gott, sind aber echt viele. Und ich renn in den einzigen Typen rein, der mich mit einem Schlag töten kann. Ich bin so ein intelligentes Ding. Ich bin einfach so schlau. Was habe ich? Habe ich überhaupt noch? Warte mal, habe ich vielleicht irgendwelche? Ich habe auch keine Granaten oder sowas. Was mache ich denn jetzt?
Okay, okay. Oh shit. Okay, wo ist das komische Vieh, was mich mit einem Schlag... Da ist es. Ich muss es nur treffen. Ich habe keine Muni mehr, das ist nicht gut. Okay. Oh, wirf doch nicht ab, du hohle Frucht. Hatte ich nicht noch eine andere Pistole? Ja, hatte ich, okay. Ganz ruhig. Ich habe echt Respekt vor dem Vieh, ne? Puh. Ich habe echt ein bisschen Angst vor dem Ding. Alright. You gotta check barricades again. You neglect the simple shit and now you're paying for it. You know what that means? Taking all the supplies from the warehouse okay. Into the east. Now he's talking to himself. Again. Then it'll take you. Bill, Joel, this way. Ich mag Bill. Ist ein cooler Typ, Alter. Ich hoffe, der verreckt nicht. Ich mag den irgendwie voll. Bang. Sollte ich vielleicht vorher mal gucken, ob hier noch was ist? Weil ich glaube, ich sehe da sogar schon was. Ach, das ist nur ein Backstein. Schade. Ich dachte, es wäre Munition. Aber einen Backstein können wir auch gebrauchen. Man weiß ja nie, wa? So ein ordentlicher Backstein, der kann ein Wunder bewirken. Bin ja schon da. Bin da. Da rein, oder? Ist hier vielleicht irgendwas? Ein Lappen und was ist das? Kein Plan. Wir könnten eigentlich mal kurz... Ah, ich brauche mehr Bänder, aber wir könnten schon mal ein paar Medikits machen. Wenn wir schon mal dabei... Obwohl, warte mal. Wir könnten eigentlich auch einen Molly machen. Machen wir mal einen Molly. Ja, das ist gut. Das ist gut, okay. Und jetzt können wir eigentlich, glaube ich, das hier wieder mitnehmen, ne? So. Und jetzt können wir, glaube ich, sogar... Ne, wir brauchen noch einen Lumpen, okay. Also sobald wir wieder einen Lumpen haben, können wir entweder Medikit oder noch einen Molly machen. Das ist gut. Ich bin bereit, wir können weiter. Ich musste mich nur mal ein bisschen eindecken. Ich mag den Typen, er ist so ein richtiges Arschloch. Ehrlich? Das ging schnell. Ich dachte jetzt, wir haben voll den weiten Weg oder so. Here we are. You don't touch anything. Can you close the door? Let's gear up. What? I need a gun. No, you don't. Joel, I can handle myself. No. Just stay here. It's fine. Just wait around for you two to get me killed. Well, this goes on record as the worst fucking job you've ever taken. Yeah, it's up there. How in the hell is Tess okay with this suicide mission? War ihre Idee. Her idea. Really? Well, the broad's not as smart as I thought she was. But, fuck her. Seriously, you gotta take that kid back to where you found her. I can't just take her back. Then send her packing, let her find her own way. Look, let me tell you a story. Once upon a time, I had somebody that I cared about. A partner. Somebody I had to look after. Und in this world, that sort of shit's good for one thing. Getting you killed. So you know what I did? I wised the fuck up. And I realized it's gotta be just me. Bill, it ain't like that. It's bullshit. It is just like that. Hey! What'd I say to you when we walked down the steps? What'd I say? I'm just fixing your stupid pile. Don't touch. God damn it. Ich mag den Kerl. Keep babysitting long enough and eventually it's gonna blow up in your face. Can we please just get on with it? Here. Ja, eine Shotgun. Let's geil. Get on with it. Oh, ich stehe auf Shotguns. Geile Scheiße.
Alright, before we go any further, I got something I gotta show you. Das ist die gleiche. New toy from the toy box. Das ist das gleiche Fadenkreuz wie bei Uncharted, wa? Naja gut, wem wundert's? This is a nail bomb. Oh, die kenne ich sogar aus dem Multiplayer. You gotta be really careful. This thing blows, it shreds anybody standing nearby. Das Ding ist echt hardcore, Alter. Im Multiplayer zerfetzt das alles weg. Saugeil. Diese starken Bomben explodieren, wenn ein Gegner in ihre Nähe kommt. Kann offensiv oder defensiv eingesetzt werden. Mit L1 im Bogen geworfen oder mit R1 strategisch platziert. Ah ja. Also die explodieren erst, wenn... Also quasi wie so eine Mine, ne? We got shotguns and bombs. The hell are we doing with them? Well, every few weeks this military caravan rides through town. I assume they're out looking for supplies. I mean, you'd be amazed at the shit that they overlook. Anyway, a few months back, they were rolling through and they get overrun by this horde of infected. They were all over the truck. It plows right in the side of the high school. Still sitting there with the battery in it. So we take that battery and we put it in another car. Bingo! I wanted to get it, but it seemed too dangerous with all the infected on that part of town. But fuck it. Joel needs a car. Hey, what if it's damaged? Nah. Those trucks are like tanks. Just sitting there. Actually, my work. Okay, dann schnappen wir uns die Batterie. Wo ist die Kleine? Da steht sie. Okay. Hat sie auch brav nichts angefasst? Sie guckt so ganz begeistert, ne? Wie so eine kleine Ratte, die aus ihrem... Kid, I swear to God, if you took anything... Hey, man, I don't need any of your shit. Trust me. Joel, you are keeping an eye on her, right? Like a hawk. Alter, mich juckt das ein Scheißdreck, was sie macht. Soll sie doch alles klauen. Mir doch, Latte. Ah, ist das toll. Aber ich weiß echt nicht, ob ich sie lieber mag oder ihn. Ich meine, sie ist voll cool, weil sie einfach mal... Sie ist 14 und jetzt schon so eine riesige Rotzgöre. Voll geil. Aber er ist irgendwie, keine Ahnung, ich würde mal sagen, er ist vielleicht Anfang 40. Und ist der größte Bastard, den ich in diesem Spiel bisher gesehen habe. Und ich liebe solche alten Bastarde, die niemand leiden kann. Das sind die Menschen, die ich am meisten mag. Time to sack up. Wir gehen durchs Fenster. Okay. Ab geht's. Ellie, come on. Come on, come on. There's a school. Alright. Also ein bisschen weiter weg. Ready? Yes, we'll find out. Okay. Ab geht's. Orbik Optik. Yeah, come on, you don't need to be looking at that. Ich aber. I've seen worse. Fehlt ihm der Kopf? Dem fehlt der Kopf. Cool. Okay, ab geht's. Pass this gate, it's all new territory to me. Im Ernst? I'm on it. Oh fuck, ich höre die Viecher jetzt schon, oder? You guys hear that? Keep quiet. Oh shit. Da ist einer, da ist... Sind das beides Viecher, die nicht sehen können, oder? Ja, sind es, okay. Oh, nimm doch den. Oh, warum schießt du denn auf sie? Na, ach, du dämlicher. Warum schießt der denn auf ihn? Oder sie? Oder es? Warum schießt er auf es? Ich wollte doch bloß. Oh, Mann. Ich wollte doch nur so einen scheiß Backstein werfen. Wo ist das Problem, ey? Ist ja wohl nicht dein Ernst. Siehste, war doch ganz einfach, nur weil er auf sie ballern musste, oder es. Weil er auf das Vieh ballern musste, bin ich draufgegangen, oder noch mehr. Oh, sind noch viel mehr, okay. Okay, ich hätte ganz gerne noch so einen Backstein. Oh shit, die sind nah dran, die sind sehr nah dran. Muss ich eigentlich da rein oder hier hoch? Das Ding ist, ich glaube, ich würde sogar ganz gerne mal da rein. Ich war... Oh fuck, oh fuck. Ah, fuck, okay.
Also wir müssen hoch. Ach, er hat einen Schlüssel. Ah, okay, gut, 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 gut. Oh. Okay, die beiden Typen kann ich platt machen. Das kriege ich hin. Ich frage mich ehrlich gesagt, es heißt ja irgendwie von wegen, man kann die ja von hinten packen und dann entweder erwürgen oder mit dem Messer erstechen. Und das heißt, mit dem Messer geht's wohl schneller, aber auch leiser. Inwiefern leiser? Ich meine, ich habe den Typen gerade erwürgt und er stand ja direkt daneben und hat es anscheinend nicht mitbekommen. Also sehr viel leiser kann es, glaube ich, nicht mehr gehen, oder? Das, also weiß ich nicht. You weren't kidding about this place, were you? Oh, heult der Typ? Tut mir echt leid. Wieso hat er ihn jetzt nicht erwürgt? Da hat er nicht so Bock gehabt zu erwürgen, oder? Da dachte er eher so, ach nee, ich tritt mal seinen Schädel ein. What the fuck? Okay, ja, von mir aus, mir ist es Latte, du. Wie du die Viecher platt machst, Hauptsache, du lässt dich nicht von ihm platt machen. Ist das ein... Okay, jetzt wird's wieder scheiße. Da ist ein Propangastank, das ist gut. Ich hab grad mal eine Idee. Oh, Ellie, verpiss dich da, geh da weg. Ich hoffe, das klappt, wie ich mir das vorstelle. Hat geklappt? Stehst du auf? Nein, okay. Okay. Komm noch her. Na komm noch. Das befreit. Gut. Oh, warte mal, da lag glaube ich irgendwas gerade drinne. Oder auch nicht, das war nur ein Rasenmäher, schade. Oh shit. Warte mal, ich will zuerst das Vieh platt machen, das ist mir gerade doch ein bisschen zu gefährlich. Dafür opfere ich gerne mal ein Messer. Okay. Hauptsache dieses komische Drecksvieh ist tot. Der Rest ist mir voll egal. Oh, ich will helfen, ich will helfen. Oh, es ist kaputt gegangen, fuck. Ich brauche was Neues. Oh, noch geiler, Alter. Ein Baseballschläger. Ich bin eigentlich ihrer Meinung. Ich glaube, sie könnte mit einer Waffe umgehen. Also jedenfalls gut genug umgehen. Oh, da wäre auch ein Propangastank gewesen. Fuck. Hätte ich mein Messer doch gar nicht verbrauchen müssen. Naja. Was soll's. Wo muss ich überhaupt hin? Von hier kam ich, glaube ich, oder? Ach ja, ich muss zur Schule. Wo ist denn die Schule? Kann ich die von hier aus noch sehen? Sieht nicht so aus. Probieren wir es einfach mal in dem einem Haus da. Wo war denn das? Irgendwo, genau, hier ging es doch rein. Das kann doch gar nicht so schlecht sein, oder? Was haben wir da? Yay, eine Klinge. Und Verbandszeug, glaube ich. Oder was? Wie hieß es nochmal? Wie hieß das Zeug nochmal? Band. Einfach nur Band. Okay. Das heißt, wir machen... Wie? Wieso kann ich das nicht machen? Ach, wahrscheinlich, weil meine Nahkampfwaffe schon verbessert ist. Haha. Dann machen wir doch, glaube ich, noch eine Klinge, oder? Oder wir machen... Nein, wir machen einfach mehr Nagelbomben, Alter. Das ist es. Zwei Nagelbomben. Sauber. Nehmen wir noch den hier mit. Und lass dich mal eben bitte durch. Hier ging noch irgendwo eine Treppe nach... Oh, okay, vergesst es. Die Treppe geht nicht nach oben. Aber wo könnte es sonst lang gehen? Das weiß ich leider nicht. Ich gehe einfach mal weiter nach rechts, weil... Wird schon irgendwie richtig sein, wa? Hm, warte mal. Ist hier was Interessantes?